am besten zeichnet. Hey Mary, du hast etwas unter deiner Nase? Oh nein, Ben, das ist überhaupt nicht lustig. Und mir scheint es wahnsinnig lustig zu sein. Okay, wir müssen mit deiner Feder ein neues Handy kritzeln. Oh, Feder kaputt. Wir müssen was anderes finden. Was? Hähnchen? Eine stinkende Socke? Puh, was für ein Mist. Was ist das? Mir wird irgendwie schlecht. Ups, sorry Jane, das war keine Absicht. Wir suchen weiter. Bonbonpapier, Süßigkeiten. Und das brauche ich, eine Münze. Perfekt, damit werde ich weiter mein neues Handy kritzeln. Ich muss noch hier ergänzen. Hier noch ein Detail dazu. Perfekt, eine Münze hilft immer. Mary, was in deiner Folge? Meine? Ja, ich fange gleich an zu zeichnen. Ich habe schon vergessen, was sollten wir nochmal zeichnen? Genau, ein Handy. Tun wir unser Bestes. Hauptsache ist dazu zu schreiben, was es für ein Handy ist, damit es jedem klar wird. Ist es deine Zeichnung? Ich bin da. Habt ihr mich vergessen? Was? Habt ihr gemalt, während ich bewusstlos war? Ich habe es nicht geschafft. Oh, ich habe die ganze Nacht gemalt. Zeit ist um. Ich habe nichts geschafft. Ach, relax dich. Ich habe eine Idee. Ich tausche meine Zeichnung mit Bens aus. Ich habe so eine Zeichnung. Gut, Mary. Ben, und du? Schätzt meine Zeichnung ein. Das ist voll schrecklich. Was? Schrecklich? Hast du meine Zeichnung genommen? Tut mir leid, Ben. Ich muss dringend Fotos mit dem neuen Handy machen. Und ich hoffe, dass die Farbe passt. Was? Gibt's hier überhaupt eine Kamera? Das ist ein altes Handy. Seid ihr verrückt? Der neue Preis ist eine Barbie. Ist es nicht schick? Mädchen, was macht ihr? Wacht auf! Jetzt zeige ich etwas, was jeden interessiert. Nicht nur eine einfache Barbie, sondern ein Barbie-Kuchen. Ich sehe, ihr seid begeistert. Gut, die Zeit läuft und los geht's. Also, wie zeichne ich mit einem Süßigkeitenautomaten? Vielleicht muss man ein Bonbon essen, dann kommt die Inspiration. Es ist Kaugummi. Ich kann es wie eine Knetmasse benutzen. Wie cool. Ja, das klappt doch. Ben, wie gefällt es dir? Baby, du bist so toll. Ich knete gleich eine genauso gute Zeichnung. Hier wird ein Kopf sein. Ich brauche noch mehr Kaugummi. Aus roten Kaugummis wird ein cooles Kleid. Cool. Mary, wie findest du es? Ich habe Mühe gegeben. Puh, Ben, sieht aus wie ein Monster. Klasse, ich habe es geschafft, den Automaten zu öffnen. Ich muss so viele Kaugummis wie möglich zerkauen. So viel Kaugummi sollte für das gesamte Bild ausreichen. Dieses Stückchen rollen wir aus, legen es hierher, dann dies hier hin. Okay, perfekt. Wo ist meine Brille? Was ist das für ein abscheuliches Ding? Ben, bist du das? Wo ist meine Brille? Meine Brille ist total in Kaugummi. What? Puh. Jane, nimm den Kaugummi vom Gesicht. Die Zeit ist um. Was habt ihr geschafft? Let's start. Jane, was hast du? Jane, hier, das ist meins. Und wieder gekritzelt. Totaler Dislike. Was kommt weiter? Mary, du hast ein tolles Bild. Und was zeigt uns Ben? Ben will die Torte anscheinend nicht. Dann geht der Preis an Mary. Du hast es verdient. Hurra! Barbies stehen mir am besten. Wie lecker. Ich probiere ein Stückchen. Das schmeckt sehr gut. Und das letzte Stück? Leute, das ist total lecker. Ich brauche dringend ein weiteres Stück. Ich kann nicht aufhören. Ich glaube, ich esse alles auf. Kann ich auch ein Stückchen haben? Okay, hier, aber lass mir auch noch ein Stück. Danke. So, der neue Preis ist ein Make-up-Set. Mädchen, ihr werdet begeistert sein. Wird es für mich auch Preise geben? Okay, ich versuche es für Spaß. Die Zeit läuft. Okay, müssen wir mit Kreide zeichnen? Ist doch ganz einfach. Also, man muss hier eine Kontur zeichnen, dann hier ein paar Details, hier ein Herz. Und Farbe kommt dazu.
Es klappt sogar sehr gut. Schätz meine Zeichnung ein. Mädels, schön, oder? Niemand kann besser zeichnen als ich. Ich zeige gleich meine Fähigkeiten. Was? Ich zeig dir am besten. Kurz gesagt, ich zeichne. Ich habe eine geniale Idee. Warum verschwendet man Zeit mit dem Dekorieren, wenn man die Kreide einfach reiben kann? Dann mit einem zweiten Blatt Papier abdecken kann und alles mit einem heißen Bügeleisen bestens bügeln kann, damit die Kreide schmilzt. Seht ihr, wie einfach das ist? Ich werde mir jetzt auch etwas einfallen lassen. Genau, ich habe kochendes Wasser und Buntstifte. Ich werde die Buntstifte einfach brechen und in heißes Wasser werfen. Dann können sie sich dort auflösen und zu Farben werden. Ich kann schneller malen als Mary. Ich mag's wirklich, wie es aussieht. Super. Oh, was ist das für ein Geruch? Mary, ist alles bei dir in Ordnung? Oh nein, bei mir ist alles verbrannt. Ich habe über Make-up geträumt, über alles vergessen. Was tue ich jetzt? Hey, Mary, vorsichtig. Oh nein, meine Farbe ist über die ganze Zeichnung vergossen. Die Zeit ist fast um. Es ist Schluss. Zeigen die Werke für die Bewertung. Als Erste ist Mary dran. Oh, oh mein Gott. Es sieht abstrakt aus. Nicht so, wie es sein muss. Was hat Jane? Und wieder Gekritzel, sieht sogar nicht lustig aus. Vielleicht wird Ben sich freuen. Wow, ein Meisterwerk. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Du bekommst dein Make-up-Set, Hübscher. Und was mache ich damit? Irgendwelche Verarsche. Mary, willst du Make-up? Jane, brauchst du Kosmetik? Mädchen, mir wird gleich schwindelig. Aber ich habe eine Idee. Lass mich euch beiden gleichzeitig ein Make-up machen. So. Fertig. Wie sieht's aus? Ich habe mich bemüht. Ben, was hast du gemacht? Wie schrecklich. Mich hat dazu ein Monster gemacht. Ups. So, so, meine Kätzchen, ich habe euch ein Kätzchen als Preis mitgebracht. In euren Gesichtern sieht man klar, dass ihr meinen Preis mögt, also fangen wir an. Mary, du bist heute so hübsch. Oh, also normal, wie immer, ja. Ein Kätzchen mit flüssigen Bonbonzeichen, ganz einfach. Gleich kommen Augen, Ohren, Körper, ein langer Körper, die Pfoten nicht vergessen. Ausgezeichnet, ich bin fertig. Wieso lacht ihr? Ja, denn die Stunden, wo wir es gelernt haben, Katzen zu malen, hast du eindeutig geschwänzt. Gleich zeige ich dir einen Workshop. Versuchen wir es? So. Ich möchte noch einmal probieren. Lecker. Warum sagt keiner, dass dieser Bonbon so lecker ist? Ja, weil wir malen müssen und nicht essen. Vielleicht zeige ich euch einen Workshop, sonst hat Mary bald nichts mehr, womit sie malen kann. Da ist meine Katze. So, so, Leute, Zeit ist um. Ich warte auf eure Arbeiten. Mary, hast du wirklich alles gegessen und keine Zeichnung gemalt? Okay, zeigt, zeigt. Ben, was hast du? So, so. Mir ist klar, dass Mary nichts hat. Aber womit kann uns Jane erfreuen? Wow, wie originell. Eine schöne Katze. Bravo. Hurra, ich habe gewonnen. Was für ein süßes Kätzchen. Ich werde dich Flausch nennen, weil du so weich und süß bist. Wie spielerisch du bist. Jane, ich glaube, dein Kätzchen will meins sein. Komm her, Schatz. Was diese Runde für uns bereithält? Ich glaube, es wird euch gefallen. Ihr bekommt einen ganzen Haufen lebender Kakerlaken. Schaut nur, wie süß sie sind. Es tut mir leid, aber ihr sollt trotzdem zeichnen. Ihr werdet es mit kleinen Fingerhändchen machen. Es wird sehr bequem. Ungewöhnlich, aber wird euch gefallen. Vergesst nicht, ihr habt nur eine Minute Zeit. Die Zeit wird knapp. Ich will zwar keine Kakerlaken bekommen, aber ich muss trotzdem meine Malfähigkeiten unter Beweis stellen. Ich denke, ich werde sehr gut abschneiden.
Das hoffe ich, denn sonst habe ich niemanden, an dem ich mich orientieren kann. Oh Gott, mein Bleistift ist kaputt. Was soll ich zum Zeichnen benutzen? Ich habe einen Anspitzer. Ich hoffe, er wird mir helfen. Super, jetzt kann ich wieder zeichnen. Was ist mit dem Anspitzer los? Oh nein, jetzt bin ich mit Spitzerresten bedeckt. Aber ich habe meinen Bleistift angespitzt. Jetzt muss ich nur noch Spitzerreste vom Papier blasen, damit ich früher mit dem Zeichnen beginnen kann. Fertig. Hey, was machst du? Ich bin jetzt mit Spitzerresten bedeckt. Keine Sorge, ich werde dir helfen, sie loszuwerden. Danke vielmals, das ist sehr nett von dir. Natürlich werde ich es dir danach nicht übel nehmen. Was ist das? Woher kommt das Papier? Juli, hörst du bitte auf, Dinge zu werfen? Was? Was für eine Frechheit! Juli, ist dir nicht klar, dass du meinem Bild störst? Siehst du, ich kann nicht ständig abgelenkt werden. Okay, ich bringe den ganzen Müll raus. Wow, was für ein schönes Bild du hast. Ich denke, ich werde es auch nehmen. Hey, wo ist mein Bild? Es ist fast Zeit für das Ende der Challenge. Du hast völlig recht. Die Challenge ist vorbei. Zeit zu zeigen, was ihr gezeichnet habt. Vita, du hättest besser machen können. Dislike. Mila, wo ist dein Bild? So geht das nicht. Du wirst definitiv nicht gewinnen. Juli, du hast meinen Tag gerettet. Dein Bild gefällt mir sehr. Weil es meins ist. Stopp, Mädels, hört auf zu fluchen. Was ist passiert? Obwohl, ich will eure Probleme nicht lösen. Ich habe selbst genug davon. Mila, du bekommst Kakerlaken. Du hättest es versuchen sollen. Das ist ja furchtbar, aber ich habe doch versucht. Wow, ich habe noch nie so viele Kakerlaken auf einmal gesehen. Was ist da unten? Ich glaube, es ist etwas Glänzendes. Wow, es ist ein Ring mit einem echten Diamanten. Wow, was für ein Glück ich doch habe. Ja, eine echte Schönheit. Mädels, dieses Mal wartet ein noch ungewöhnlicher Preis auf euch. Merkt ihr mehr Früchte? Denn einer von euch wird diesen schleimigen, aber sehr niedlichen Oktopus bekommen. Willst du mich auf den Arm nehmen, Igitt? Und ihr sollen mit diesen Farben auf dem Glas malen. Ich hoffe, ihr schafft es. Eure Minute ist um. Come on! Okay. Ich habe als Kind viel so gemalt. Also muss ich gewinnen. Verdammt, es sieht nur wie ein Fleck aus. Ich muss es abwischen. Ja, wie kann man so eine Aufgabe vermasseln? Ich bin gerade dabei, etwas wirklich Cooles zu malen. Vielleicht ist unser Preis ein wirklich furchterregender Oktopus. Aber auch der kann niedlich und wirklich hübsch gemalt sein. Ich denke, es sieht super aus. Awesome! Ich stimme Mila voll und ganz zu. Und je besser der gemalte Oktopus ist, desto geringer ist die Chance, einen echten zu bekommen. Oh, ich habe keine blaue Farbe mehr. Ich hoffe, Mila hat nichts dagegen, wenn ich sie mir ausleihe. Hey, ich verstehe das nicht. Du sollst mich um Erlaubnis fragen. Mal sehen, wie es dir gefällt, wenn die Flasche für immer dir gehören wird. Haha, was für ein Scherz. Oh nein, was ist los? Wie bekomme ich es ab? Ich soll zuerst mein Bild fertig malen. Vita, was hast du gemalt? Ich denke, es ist etwas sehr Unheimliches. Was für ein Albtraum. Sowas zu sagen, ist zumindest sehr unhöflich. Ich erteile dir eine Lektion. Das hat man bei Glasscherben sicher nicht sagen. Nein, was soll ich jetzt tun? Ich will keinen Oktopus haben. Obwohl, der Kleber, den ich für den Streit verwendet habe, könnte mir helfen. Das ist eine großartige Idee. Mädels, die Zeit wird knapp. Zeit, die Bilder zu zeigen. Hey, come on! Juli, gut gemacht. Es sieht einfach unvergleichlich aus. Vita, aber deine Leinwand ist einfach ein unbeschreiblicher Horror. Leider ist das nicht gut. Mila, von dir hätte ich auch mehr erwartet.
Wo hast du es geschafft, die Leinwand zu zerbrechen? Ich bin verärgert. Ich denke, es ist nur fair, dass der Oktopus die beiden Teilnehmer erwischen, die sich nicht an den Regeln der Challenge gehalten haben. Vita und Mila, der Oktopus gehört euch. Stimmt, esst es. Und ich werde es mir ansehen und lachen. Ihr braucht es nicht zu leugnen. Ihr müsst den Oktopus trotzdem essen. Probieren wir es aus. Iggy, das ist ekelhaft. Ich fand es gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich noch mehr Angst, es auszuprobieren. Das ist wirklich eklig. Juli, warum lachst du? Ich lasse mich nicht auslachen. Vita, ich schlage vor, wir zeigen Juli, wer zuletzt lacht. Ich stimme zu. Juli, fang! Was habt ihr getan? Das ist ekelhaft. Jetzt habe ich Oktopus als Haare. Wie kann ich weiterleben? Ihr seid so grausam. Wie wird die dritte Runde dieser Challenge aussehen? Oh. Diesmal habt ihr Glück mit dem Preis. Seht mal, was für ein süßes kleines Hühnchen einer von euch bekommen wird. Und wieder einmal müsst ihr mit etwas sehr Ungewöhnlichem malen. Schminke euch, um wie ein süßes Hühnchen auszusehen. Ihr habt genau eine Minute Zeit. Okay. Los geht's. Ich kann nicht verlieren. Ich möchte wirklich mit dem Hühnchen befreundet sein. Ich will auch ein. Ich muss mich also beeilen. Wir alle wünschen uns einen so lieben Freund. Ich habe früher Hunde-Make-up gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Fähigkeit noch nutzen kann. Die Mädchen werden ziemlich gut im Make-up. Das muss ich ändern. Hey, was hast du getan? Du hast alles ruiniert. Es tut mir leid, ich habe es nicht gemacht. Weißt du was? Nimm das. Du wirst wissen, wie man mich vom Malen abhalten kann. Ach ja, dann bekommst du auch etwas. Lass dich von vornherein alles auswaschen. Warum magst du mich nicht? Haha, ihr seid so gruselig. Jetzt seht ihr nicht mehr wie Hunde, sondern wie Gespenster aus. Fass mich nicht einfach an. Die Zeit ist um. Es wird Zeit zu entscheiden, wer der Besitzer dieses Hundes ist. Vita, das ist ja furchtbar. Schatzi, so etwas darfst du dir nicht ansehen. Mila, du bist auch nicht besser. Dein Make-up ist zwar nicht mehr so gruselig, aber du siehst immer noch nicht wie ein süßes Hündchen aus. Jule, und du hast toll gemacht. Du bekommst gerade einen neuen Freund. Hurra! Seht nur, wie gut er aussieht. Und süß. Was seht ihr euch an? Ich muss irgendwie gegen die Konkurrenz kämpfen. Was ist das für ein Geruch? Oh nein, ein süßes Hündchen hat das nicht so süßes Brötchen hingelegt. Igitt. Also haben wir das Hündchen bekommen und du hast nur seine Reste. Das ist gerecht. Hello. Mädels, in dieser Runde wartet ein toller Preis auf euch. Seht euch diese wunderschöne Halskette an. Und eine von euch wird sie bekommen. Und ihr werdet mit diesen Flaschen malen die farbigen Kleber mit Glitter einhalten. Ich glaube, das wird cool. Die Zeit ist um, los geht's. Okay. Ich weiß genau, dass ich die Herrin dieser Halskette sein soll. Die anderen Mädchen passen einfach nicht in den Status. Wie drückt man diesen blöden Kleber überhaupt aus? Ah, alles ist ruiniert. Wie mache ich alles weg? Kann ich sie mit einer anderen übermalen lassen? Nein, funktioniert nicht. Was soll ich tun? Juli, das ist nicht lustig. Ich zeige dir. Oh, fass mich nicht an, ich zeichne. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie man eine Halskette zeichnet. Aber andere sollten es auch nicht bekommen. Mila, nichts für ungut, aber du musst die Kraft des Klebers an sich spüren. Alles läuft einfach perfekt. Ich muss nur noch ein paar Tropfen roten Klebstoff hinzufügen. Fantastisch. Was ist das? Warum klebt die Flasche an meiner Hand? Juli, bist das alles du? Ich? Nein, das ist Vita. Ach, tatsächlich? Sie muss also auch herausfinden, wie gut der Kleber ist. Aber nicht auf ihrer Hand, sondern in ihrem Gesicht. Bitte sehr. Ich finde, es steht dir sehr gut. Hilfe, nehmt mir dieses Grausen ab. Oh, jetzt fällt mir die Hälfte meines Gesichts. Ich brauche meine Augenbrauen sofort wieder an den Platz. Mila, du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Ich zeige es dir. Stopp, die Zeit ist um. Zeigt uns, was ihr gezeichnet habt. Vita, du bist wieder raus. Das ist ein schreckliches Werk. Sei nicht beleidigt.
Juli, du bist auch nicht besser. Mädchen, was ist mit euch passiert? Ihr könnt doch zeichnen. Mila, es ist gut, dass du mich immer glücklich machst. Ich denke, es besteht kein Zweifel daran, der Preis geht an Mila. Herzlichen Glückwunsch. Wow, was für eine Schönheit. Jetzt werde ich das hübscheste Mädchen im Kreis sein. Juli, willst du auch so eine? Willst du, dass ich dich es tragen lasse? Ja, natürlich. Aber ich werde sie dir trotzdem nicht geben. Och, du schumpfst. Dann wird sie niemand beherrschen. Was hast du getan? Nun, ich fühlte mich schon wie eine Prinzessin. Es war so schön. Mädels, ihr hättet eure unglücklichen Gesichter sehen sollen. Keine Halskette kann... Herzlich willkommen bei unserer Künstler-Challenge. Den Schokobrunnen gewinnt diejenige, die ihn am besten malt. Okay. Wenn ihr einverstanden seid, dann kann es losgehen. Aber ihr malt ohne Hände. Eure Minute läuft ab jetzt. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob ich das schaffen kann. Wobei, diese Loser haben eh keine Chance gegen mich. Jetzt sei mal nicht so voreilig. Ich bin mir sicher, ich werde gewinnen. Ich mache einfach viel zu gut. Das kannst du vergessen. Ich mag mein Bild noch nicht wirklich. No. Vielleicht muss ich bloß die Taktik ändern. Ich nehme mir einfach den Filzstift. Genau. So ist es gut. What? Wow, ich will auch mit dem Filzstift malen. Du kriegst den nicht mal auf. Da gibt's nichts zu lachen. Was soll ich tun? Die anderen sind voll gut. Macht nichts. Ich kann einfach die Bilder der anderen zerstören. Dafür brauche ich eine Feder. Was hast du angerichtet? Oh no! Mein Bild ist ruiniert. Ups, Pech gehabt. Freu dich nicht zu früh. Dein Bild ist auch ausgeliefert. Hier wird das Lachen noch vergehen. Das geschieht dir zu Recht. Nein, das reicht. Chelsea, was freust du dich? Dein Bild wird das auch nicht überleben. Du es nicht. Mädels, eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Mensch, es ist gerade noch mal gut gegangen. What? Na, was habt ihr geschafft? Was soll das denn sein? Ein Schokobrunnen? Ich bitte euch. Samantha, dein Bild gefällt mir auch nicht. Hat sich denn jemand Mühe gegeben? Ich. Nun, das ist besser als der Rest. Okay. Also gewinnt diese Runde Chelsea. Ich habe mir am meisten Mühe gegeben. Oh. Denkst du etwa, wir lassen dich in Ruhe die Schokolade trinken? Von wegen, unsere Strohhalme sind schon bereit. Wie lecker. Wo ist die Schokolade hin? Awesome. Mit Freunden soll man doch teilen. Ihr Diebe. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal wird der Preis noch besser sein. Schaut mal, was für ein süßes Hündchen. Wir sind mit ihm Gassi gegangen. Und das ist euer Preis für die Runde. Wer es am besten malt, gewinnt es. Viel Glück. Ich habe keine Lust auf Hundekacke. Einfach was anderes. Ich muss das schlechteste Bild in meinem Leben machen. Genau, ich mal einfach mit dem Fuß. Sorry, das könnte ein bisschen stinken. Was soll das? Ist das eine Gasattacke? Das war doch bloß mein Fuß. Alle werden sicher was Tolles malen. Ich will mir gar keine Mühe geben. Ich mal einfach irgendetwas. Das wird schon. Oh nein, ich habe den Filzstift verloren. Ich brauche dringend einen anderen. Und
Wie verliere ich heute alles? Ich muss vorsichtiger sein. Oh, what? Was malen die anderen? Eure Zeit ist um. Zeigt mir, was ihr geschafft habt. No. Das war's schon? Hurra, ich bin bereit. Chelsea, von dir habe ich was Besseres erwartet. Wow, Samantha, das ist fabelhaft. Wow. Mary, wieso schläfst du? Ich schlafe nicht. Hier ist mein Bild. Oh je. Das ist ja ein echtes Stück Kacke. Du kriegst den Preis. Wir gratulieren dir. Ein Stück Kacke? Oh Mann. Ich muss das essen. Vielleicht ist das ja ein Prank. Tatsächlich, das ist ja Nutella. Die probiert Kacke. Gar nicht, das ist Nutella. Wollt ihr was? Nein, danke. Mädels, seid ihr bereit? Hier kommt die nächste Runde. Diesmal müsst ihr dieses süße Kätzchen malen. Das ist ja so klein und flauschig. Wer am besten malt, kann es haben. Diesmal malt ihr mit Kreide und zwar auf eurem Gesicht. Viel Spaß dabei. Yeah. Tatsächlich, wer braucht schon Papier? Wow. Wenn ich mich selber in eine Miezekatze verwandeln kann. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich sehe auch wie ein Kätzchen aus. Ich mach das am besten. Ihr braucht euch keine Mühe zu geben. Gegen mich habt ihr keine Chance. Ich benutze nämlich einen Spiegel. Es ist doch viel zu dämlich, ohne Spiegel zu malen. Yes! Ich habe schon so gut wie gewonnen. What? Chelsea ist richtig schlecht in Malen. Und Mary? Wow! Aber der Spiegel verstößt gegen die Regeln. Was fällt dir ein? Schau mal, was sich Chelsea erlaubt. Ja, das ist voll unfair. Wir müssen ihr eine Lektion erteilen. Nein, tu das nicht! Ich hab doch schon fast gewonnen. Wenn Samantha sich auch weiter so gut schminkt, habe ich auch keine Chance. Ich muss ihr Make-up ruinieren. Samantha, du hast dich da dreckig gemacht. Wo? Sag es mir. Ich helfe dir gleich. So, ist gut. Oh, vielen Dank. Mädels, zeigt mir eure Katzengesichter. Come on! Mary, du hast dir ja gar keine Mühe gegeben. Kleiner, schau nicht hin. Samantha, hast du schon mal eine Katze gesehen? Du siehst wie ein Pirat aus. Ein Pirat? Ach, du. Jetzt ist doch wohl klar, wer gewonnen hat, nicht wahr? Sieht so aus, als hätte Chelsea gewonnen. Hier bekommst du den Kleinen. Oh je, Hatschi. Sag bloß, dass ich wieder eine Katzenallergie habe. Das macht nichts. Wir geben den Kleinen ein neues Zuhause. Mary und ich. Ups. Nein, das gehört mir. Er hat erstmal gesund. Ich sehe, ihr habt euren Spaß. Das ist unser nächster Preis. Diesmal gibt es diesen Fisch zu gewinnen. Den malt ihr mit verschiedenen Soßen. Das wird nicht einfach, aber ich bin mir sicher, ihr könnt das schaffen. Die Zeit läuft. Das ist super. Mit Soßen malen macht nicht nur Spaß, das schmeckt auch noch. Hey, was tust du? Du müllst mich voll. Sorry, das wollte ich nicht. Okay, ist gut. Das muss ja irgendwie Spaß machen. Soßen sind voll bunt. Sieht cool aus. Ich habe noch nie mit Ketchup gemalt. Awesome! Diese Käsesoße ist so gelb. Ich fange damit an. Yeah!
das war's auch schon. Macht nichts. Ich mach mit einer anderen Soße weiter. Wow, ich hätte nie gedacht, dass das so viel Spaß machen könnte. Oh Mann, alle machen das voll gut. Ich muss Gas geben. Ich will auch gut malen. Die riechen ja voll lecker. Ich habe keine Lust zu malen. Ich will die Dinger essen. Wer isst denn schon Soßen ohne alles? Du hast doch keine Ahnung. Das ist mega lecker. Mag sein, aber ich mag es mehr zu malen. Oh nein, bloß nicht das. Ein Bild ist dahin. Wie konnte das passieren? Nein, ich habe alles aufgegessen. Womit soll ich malen? Macht nichts. Ich klau mir einfach Samanthas Bild. Eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Ja, ich nehme mir so lange das schönste Bild. Mary, heute ist eindeutig nicht dein Tag. Das Bild ist so lala. No. Das von Chelsea gefällt mir gut. Gut gemacht. Samantha, was hast du so lange gemacht? Dachtest du wohl, du kannst einfach aussetzen in der Runde? Ups. Weißt du was? Dafür bekommst du diesen riesigen Fisch hier. Alles nur wegen Chelsea. So viel rohen Fisch schaffe ich doch nie im Leben. Ich habe eine Idee. Ich bereite den Fisch einfach zu. Come on! Das ist eine gute Idee. Ich brauche nur einen Gasbrenner. Oh, Chelsea, sorry. Das wollte ich nicht. Steht dir. Ihr könnt mich mal. Jetzt brate ich meinen Fisch. Das wird sicher lecker. Wow! Ihr könnt mir guten Appetit wünschen. Lecker Schmecker.